Hallo, ich begrüße dich zum neuen Video. Ja, heute geht es mal um meine Geistererfahrung. Seit ich ja das Gläserrücken gemacht habe, ist jetzt schon 2 Jahre her circa, da sind ja immer so Sachen passiert. Und ich habe da auch in meinem Gläserrücken-Video schon ein bisschen was erzählt. Aber es kann sein, dass ich jetzt nochmal wiederhole, weil ich weiß nicht mehr genau, was ich dort erzählt hatte. Und ja, zum Beispiel habe ich mal so einen roten Nebel an der Türe gesehen. Das war kurz nachdem ich schlafen gegangen bin, habe ich irgendwie meine Augen aufgemacht und dann gucke ich da so zur Türe und dann sehe ich da so einen roten Nebel. Und das war wirklich 5 Minuten, nachdem ich ins Bett gegangen bin. Also ich war wirklich noch wach, ich habe nicht geschlafen oder so. Und es war wirklich sehr unheimlich. Ja, und dann habe ich im... Irgendwann war das mal, habe ich da mal geschlafen und ich habe so ein ganz großes Bett, wo halt nur eine Seite von mir jetzt belegt ist. Das andere, da liegen Klamotten und sonstiges Zeug als Ablage, nenne ich es. Und ja, da lag ich halt mal so da und dann schaute ich, also mit dem Kopf lag ich halt zur anderen Seite, zur freien Seite. Und dann mache ich so meine Augen auf, weil ich irgendwie wach geworden bin oder so. Und dann sehe ich da so einen schwarzhaarigen Mann schweben. Der hatte Haare bis hier circa. Der hatte so was ganz Schwarzes an und dann schaut er mich so an. Und ja, ich habe dann gleich meine Augen wieder zugemacht und habe sie auch zugelassen. Da kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das ein Traum war oder ob das Realität war, aber ein paar Monate später war mir der Mann nochmal begegnet. Diesmal stand er an der Heizung, also Richtung Fenster raus, und da waren ganz viele bunte Lichter und ja, da stand dann da und das hört sich alles total verrückt an, aber ich habe es wirklich erlebt. Und ja, ob das jetzt auch ein Traum war, das kann ich jetzt nicht genau sagen, weil das war jetzt auch nicht direkt, nachdem ich schlafen gegangen bin. Ja, und dann einmal war das Licht in meiner Wohnung an, obwohl ich es gar nicht angemacht habe, weil ich war mal draußen und dann kam ich wieder rein in die Wohnung und habe irgendwas gemacht und dann bin ich wieder rausgegangen und ich habe das Licht ausgemacht, da bin ich mir 100.000%ig sicher. Irgendwann später bin ich dann wieder in die Wohnung reingegangen, weil ich eine Jacke holen wollte und plötzlich war das Licht an und ich habe es nicht angelassen, ich habe es wirklich ausgemacht. Das war dann auch ein bisschen unheimlich. Oder... weiß nicht genau, wie ich schon erzählt habe mit dem Mädchen. Ja, mein Bus, der fährt immer am Wald vorbei, da geht man so Waldwege rein. Und irgendwann saß ich an meinem Bus, wenn das jetzt der Bus wäre, dann saß ich hier an der Seite und habe auf die gegenüberliegende Seite zum Fenster rausgeschaut. Und ja, da schaute ich halt so und dann sah ich da so ein Mädchen hängend, also ich... sag es mal, sie war erhängt und hatte schwarze Haare und irgendwas Weißes an und das war auch irgendwie total unheimlich, das war auch am Tag. Da habe ich ja gleich meinem Bruder dann geschrieben im WhatsApp, dass ich das gesehen habe. Also kann es keine Einbildung oder irgendwas gewesen sein. Es war auch kein Schild oder so, was da beim schnellen Vorbeifahren war. Es war auch nicht Halloween oder sonst irgendwas. Und ja, solche Erfahrungen... das kann man einfach nicht vergessen, weil das macht einem auch Angst, finde ich. Also mir macht es zumindest Angst. Und ja, vielleicht hast du auch schon Geistererfahrungen gesammelt. Dann kannst du mir gerne einen Kommentar mit deinen Erfahrungen schreiben. Und wenn es dir gefällt, wie immer einen Daumen nach oben. Ein Abo dalassen, falls dir mein Kanal gefällt. Und ich sag mal tschüss. Ciao.